Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn du neu bist bei mir, dann heiße ich dich herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ich habe heute ein ganz anderes Produkt, was ich euch gerne einmal vorstellen möchte. Und zwar bin ich eine leidenschaftliche Teetrinkerin. Was man hier jetzt auf meinem Kanal natürlich nicht so mitbekommen kann. Aber ich möchte euch gerne heute einmal einen Online-Shop vorstellen. Und zwar ist das die Firma Auresa. Die haben mir eine E-Mail geschickt, ob ich nicht Lust hätte, von denen einmal einen Tee zu probieren. Und ja, ich habe mich riesig gefreut. Vielen herzlichen Dank nochmal dafür. Die haben ja einen riesengroßen Online-Shop. Wer Auresa von euch noch nicht kennt, ich kannte sie vorher auch nicht. Ich habe auf YouTube zwischendurch mal so ein bisschen was gehört, ein Video gesehen, aber noch nicht so wirklich mich dahinter geklemmt. Und ja, das war jetzt quasi dann einfach mal der Moment, wo ich geschaut habe. Und zwar habe ich mir so ein paar Notizen gemacht, einfach um euch einmal etwas über die Firma zu erzählen. Ich habe das nicht alles im Kopf, ich kann das nicht alles auswendig. Deswegen seid mir nicht böse, wenn ich zwischendurch einmal auf mein Zettelchen spicke. Auresa ist ein Online-Teehandel, der seit 2018 existiert. Auresa hat den Sitz in Hanau, also bei Hessen in Deutschland. Was ich natürlich auch immer ganz toll finde, dass das wieder ein Produkt ist, ja, innerhalb Deutschlands. Ne? Die beziehen natürlich aus anderen Ländern die Tees, aber es wird halt hier in Deutschland verpackt und verschickt. Ja. Die Tees stammen aus biologischem Anbau, das heißt, sie sind zu 100% aus Bioqualität. Sie legen Wert auf fairen Handel und auf Nachhaltigkeit. Ich werde euch jetzt einfach ein bisschen was dazu erzählen und im Anschluss werde ich euch einmal die Teesorten vorstellen, auch die ich mir ausgesucht habe, die ich bekommen habe. Thema Nachhaltigkeit wird ja immer größer geschrieben und ich finde auch immer mehr Leute achten darauf, was ich sehr toll finde. Auch für mich ist es ein Thema, was irgendwie jeden Tag einen doch im Alltag begleitet. Jedenfalls, ja, Thema Nachhaltigkeit. Für jedes Glas oder für jeden verkauften Tee von Auresa wird ein Baum gepflanzt. In verschiedenen Ländern. Und zwar in zum Beispiel Nepal, Madagaskar oder auch Kenia. Die Teegläser können komplett wiederverwendet werden. Also ich zeige euch einmal hier ein Glas. Ich finde, es kommt halt hier, das ist alles loser Tee. Ne? Also der Tee wird komplett abgefüllt und ihr erhaltet dann so ein Glas mit einem Korken. Diese Gläser könnt ihr nach Belieben wiederverwenden für eventuell erneut loser Tee, den ihr da reinfüllt oder Gewürze. Aber da ist natürlich der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Da kann man alles Mögliche mitmachen. Sie können normal abgewaschen werden, aber sie dürfen auch in die Spülmaschine, die Gläser. Die Korken natürlich nicht. Aber die Gläser sind auf jeden Fall Spülmaschinen geeignet. Ja, der Verschluss besteht aus Naturkork. Das heißt, er ist besonders robust und lange haltbar. Dann kommen wir einmal zum Versand. Auresa verschickt die Produkte komplett aus plastikfreien Materialien. Das heißt, die Gläser waren hier drinne verpackt. Das ist aus Pappe. Und sie waren auch hier drinne nochmal geschützt und eingewickelt. Das habe ich jetzt entsorgt im Altpapier. Das waren jedenfalls auch Papierstücke, denn zum Beispiel, wenn Auresa irgendwo Sachen herbekommt, diese Papierfolien oder diese Papierstücke werden dann wiederverwendet und eure Gläser dann damit eingewickelt. Also somit gehen sie halt wieder auf Reisen. Ja, es hat alles, ja, es ist halt alles nachhaltig.
Ja, also wie gesagt, es kam hier in so einem Karton die drei Teesorten, die ich mir ausgesucht habe. Dann kommen wir einmal zum Tee. 0% Zusatz von Süßstoffen, Geschmacksverstärkern oder künstlichen Farbstoffen. Also es ist alles quasi Natur, was da drin ist. Also es ist nichts Künstliches. Ich finde, er muss auch nicht nachgesüßt werden. Also das ist, ja, wenn man von Zucker wegkommen möchte oder so, dann ist das eine richtig gute Empfehlung, Alternative, weil ihr braucht diesen Tee nicht nachsüßen. Der hat von Natur aus einfach schon so diese leichte, süße Note. Kommt drauf an natürlich, was ihr für eine Teesorte kauft oder habt. Ihr findet im Online-Shop, ich möchte euch den einmal zeigen, das ist einmal Auresa, der Online-Shop. Und dort könnt ihr einmal schauen. Es gibt so, so viele verschiedene Teesorten. Also alles, alles Mögliche. Ihr findet dort alles, was das Herz begehrt. Von grünen Tee über Früchtetee bis hin zu schwarzen Tee, Kräuter, Räubusch, selbst Ayurveda und Schwangerschaftstee führen die dort. Also es gibt so ein Tee A bis Z, da könnt ihr einfach euch einen Buchstaben aussuchen, was ihr sucht. Zum Beispiel irgendwas mit Z, mit Zitrone, und dann klickert ihr das an und dann werden euch halt die Teesorten angezeigt, wo Zitrone mit enthalten ist. Also einfacher geht's gar nicht. Ja, was haben wir denn noch? Genau, einige Sorten sind koffeinhaltig. Das steht aber immer mit dabei. Das zeige ich euch gleich, weil ich habe hier nämlich auch einen Tee, der koffeinhaltig ist. Es gibt aber auch kindgerechte Tees, also die dann wirklich für Kinder geeignet sind. Wie zum Beispiel den Bio-Sonnenpunsch, den habe ich auch. Den zeige ich euch gleich auch einmal. Was auch nochmal ganz interessant ist, sind die Versandkosten. Also bei Auresa habt ihr Versandkosten von 4,90 Euro. Es sei denn, ihr habt einen Bestellwert von 40 Euro, dann ist das Ganze versandkostenfrei. Was ich auch ganz, ganz toll finde zum Verschenken, ist es eine tolle Idee. Es gibt hier nämlich auch sogenannte Geschenksets und Probiersets. Ich gucke mal, ob ich hier so ein Geschenkset finde, was ich euch zeigen kann. Und zwar gibt es hier dann zum Beispiel so eine Bleib-Fit-Teebox. Da sind dann drei verschiedene Teesorten drin. Und die kostet zum Beispiel, also Inhalt sind 270 Gramm loser Tee. Und das kostet zum Beispiel 28,99 Euro. Dann gibt es noch eine Bye-Bye-Stress-Teebox, eine Meine Auszeit-Teebox, die besteht aus Kräutertee und mildem Früchtetee. Eine Mama und Kind-Teebox, finde ich auch super. Ne? Die besteht aus Kräutertee für werdende stillende Mütter mit ausgesuchten Zutaten. Also, da ist so, so viel dabei. Wie gesagt, Probiersets gibt es auch, wenn ihr da mal durchtesten möchtet. Und ja. Ich durfte mich jedenfalls für drei Teesorten entscheiden, was sehr, sehr schwer war, denn da ist einfach so viel Auswahl und so viele Produkte oder so viele Teesorten, die man gerne testen möchte. Ach ja, Kaffee haben die übrigens auch dort, aber das habe ich mir jetzt nicht angeschaut, denn ja, ich war, wenn es dort den Tee gibt, das ist schon Wahnsinn. Ja, okay, fangen wir erstmal an mit dem Bio-Sonnenpunsch. Also erstmal ist es ja nun auch echt optisch ein schöner Hingucker. Und wenn ihr das Glas öffnet, auch wenn ihr das riechen könntet, das riecht, das ist jetzt Maracuja und Orangengeschmack, Früchtetee. Und da seht ihr auch einmal Bio zertifiziert. Und dieses Glas, also wenn ihr da mal reinschaut, da sind alles lose Stücke drin und das riecht einfach so unfassbar gut.
Das ist jetzt, wie gesagt, Bio-Sonnenpunsch, Maracuja-Orangengeschmack, fruchtig-süß mit einer spritzigen Note, säurearme Zusammensetzung, eisgekühlt, der ideale Durstlöscher, auch für Kinder, da ohne Zucker. Dann habt ihr hier vorne noch immer einmal stehen, was es alles ist. Das kann man jetzt, glaube ich, mit dem Gelb schlecht erkennen. Also es ist vegan, koffeinfrei, säurearm, für werdende Mütter und für Kinder. Dieser ergibt ungefähr 48 Tassen. Das heißt, ihr gebt 1 bis 2 Teelöffel in eine Tasse. Eine Tasse sind 150 Milliliter kochendes Wasser. Das müsst ihr dann einmal übergießen und 8 bis 10 Minuten ziehen lassen. Ich trinke meinen Tee immer in einem Pott. Also es lohnt sich für mich nicht eine Tasse. Ich trinke einfach viel zu viel Tee. So eine Tasse müsste ich mir in einer Tour neu machen. Und ich nehme mir dann 2,5 bis 3 Teelöffel von dem Tee in den Pott. So, ja. Und wie gesagt, der ist sehr, sehr lecker. Den habe ich jetzt das erste Mal getrunken. Dann habe ich hier schon 2 oder 3 Tassen von diesem Cookie Dream getrunken. Das ist wiederum schwarzer Tee. Mandel-Vanille-Geschmack ist das. Eine würzig, malzig und exotisch süß mit einer fruchtigen Note. Eine erlesene Schwarzteemischung mit Kakaostücken. Und ja, ergibt ca. 83 Tassen. Da braucht ihr dann 1 Teelöffel pro Tasse. Und oh, der duftet auch. Mm, der ist auch so, so gut. Also da braucht ihr echt ein bisschen, halt natürlich weniger, weil schwarzer Tee, ganz klar. Und der ist, wie ihr hier seht, vegan und koffeinhaltig. Ja. Handverpackt in Deutschland, steht auch hinten überall noch mit drauf. Und hier vorne steht es nämlich auch, Tee kaufen und Gutes tun. Ich weiß gar nicht, ob er es scharf gestellt bekommt. Jedenfalls steht hier einmal drauf, dass für jeden verkauften Tee pflanzen wir einen Baum. Ja. Und dann, oh, das ist mein Lieblingstee von den dreien, ist das hier diese Kinozeit. Erdbeer-Popcorn-Früchtetee. Oh mein Gott, der ist so lecker. Oh, und der duftet, das ist unfassbar. Wie ihr seht, da sind sogar richtige Popcornstücke drin. Also, das ergibt ca. 53 Tassen. Ja, mega, mega lecker, sag ich euch, wirklich. Und wie gesagt, ich süße mir den Tee nicht. Und ich trinke ihn so, wenn er gezogen ist, und mega lecker. Richtig, richtig gut. Es ist auch immer noch mal interessant zu wissen, was ein so ein Glas kostet. Also in so einem Glas sind 100 Gramm Tee drin. Und ich kann mal eben ganz kurz gucken. Hier zum Beispiel Kinozeit. Kinozeit kostet zum Beispiel das Glas mit 100 Gramm 7,99 Euro. Das finde ich jetzt völlig in Ordnung für losen Bio-Tee. Also das finde ich nicht übertrieben. Das ist echt ein normaler Preis. Haben wir den Cookie Dream, der schwarze Tee. Können wir auch noch mal eben kurz schnell gucken, was der kostet. Der kostet auch 7,99 Euro. Das Glas und der Bio-Sonnenpunsch, der kostet 8,49 Euro. Also ihr seht, die sind ungefähr alle dicht beieinander und ich finde, sie sind auf jeden Fall bezahlbar, und das finde ich auch immer nochmal wichtig zu wissen, was das Ganze kostet und was man sonst auch machen kann, einfach um Versandkosten zu sparen. Man kann sich ja sonst auch mit jemandem zusammentun und mit mehreren Leuten den Tee bestellen. Somit kann man sich einfach die Versandkosten dann sparen, weil wenn man sich jetzt mit 2, 3 Leuten zusammentut und sich jeder 2 Gläser Tee aussucht, dann hat man ja die 40 Euro vielleicht schon erreicht und dann kann man sich die Versandkosten sparen. Ja, okay, meine Lieben. Ich
habe mich riesig gefreut, diese Teesorten auszuprobieren und euch etwas darüber zu erzählen, denn ich habe hier noch nicht allzu viel von der Firma gehört oder beziehungsweise gesehen. Und ja, ich finde es ganz toll, dass die halt immer mehr im Kommen sind, und schaut dort sehr gerne einmal vorbei. In meiner Teebox war auch so ein hübsches Zettelchen mit beigelegt, wo sie mich direkt angesprochen haben, was ich natürlich auch mega toll finde. Gleich direkt, hallo Stefanie, wir freuen uns wirklich sehr, dass du unseren losen Tee probieren möchtest und wünschen dir viel Spaß und natürlich volle Kanne Genuss. Ich habe von Aureza für euch einen Rabattcode bekommen. Und zwar könnt ihr mit Beautea 10 10% auf euren Einkauf dort sparen. Einfach mal zum Ausprobieren, finde ich super. Vielen herzlichen Dank an Aureza auch dafür. Ich finde es super, dass ich den Tee einmal testen durfte, dass ich die Marke einmal kennenlernen durfte. Wie gesagt, ich bin eine leidenschaftliche Teetrinkerin. Tee gehört zu meinem täglichen Programm, quasi zu meinem täglichen Genuss. Und ja, ich freue mich, mal was Neues ausprobiert zu haben. Und vielleicht habt ihr ja auch Lust, dann schaut dort sehr gerne mal vorbei. Denkt an meinen Rabattcode und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Durchstöbern der ganzen Teesorten. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr die Firma oder die Marke Aureza schon kennt oder ob ihr dort schon mal Tee probiert habt. Und wenn ja, welchen? Also das würde mich ja mal interessieren. Und ich hoffe sehr, das Video hat euch gefallen. Dann lasst ihm doch sehr gerne einen Daumen nach oben da. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt mir alle gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!